meine Lieben, wir sind gerade auf dem Weg zum Wocheneinkauf und ich dachte, ich nehme euch mal mit, drehe mal so einen kleinen Haul, inklusive, also so einen Food Haul und so einen kleinen Vlog, so ein Einkaufen mit zwei Kindern allein Vlog. genau, das Einsteigen war gerade schon mal Horror pur. Huna am Wein, Lia am Meckern. Ja. Aber jetzt sitzen alle im Auto, Juni schläft, Lia ist auch einigermaßen happy und genau, wir machen jetzt den Wocheneinkauf und ich überlege gerade die ganze Zeit, wo ich hinfahre. Eigentlich ist so Rewe unser Hauptmarkt, sage ich mal, wo wir immer einkaufen, aber Lidl hat im Moment ganz coole Kindersachen. Und deswegen überlege ich, ob ich mal zu Lidl fahre wieder. So, da hat die Kamera gerade einen Abgang gemacht. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt bei Lidl. Wie gesagt, eigentlich fahren wir nicht so oft zu Lidl, weil die haben hier einfach nicht so die Auswahl, die uns anspricht. Also, ja, wir sind einfach Rewe-Gänger. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo ihr gerne einkauft und warum. Also, ich mag bei Rewe einfach die Auswahl und die Getränke und sowas und die Gemüse- und Obstabteilung. Das gefällt mir einfach. Genau, wir sind jetzt trotzdem bei Lidl und werden jetzt einmal reinhuschen. Ich hoffe, dass June noch ein bisschen schläft. Das wäre super. Und genau, dann huschen wir mal rein. Lia, möchtest du einen kleinen Wagen heute? Hm? Möchtest du einen kleinen Wagen? Ja. Okay. Ich hoffe mal, wie das klappt. Weil es ist immer schwierig, dann den großen Wagen und dann auf deinen kleinen hinterher zu rennen. So, dann los. Wir müssen zum Wagen, Schatz. Mach hier schon den Wagen. Für die June mit Baby Safe heute. Oh, mit mir. So, hier hat schon mal Brot. Äpfel sind da, ne? Aber Äpfel haben wir noch. So, ich habe auch noch ein Brot eingepackt. Schöne Schläfe zum Glück. So, wollen wir hier noch was Leckeres haben? Quarkbällchen. Quarkbällchen. Gibt es hier welche? Gibt es keine, ne? Aber hier gibt es noch ein paar Mini-Donuts. Willst du solche? Da gibt es keine Quarkbällchen, Schatz. Da gibt es keine. So, ich wollte euch jetzt mal grob zeigen. Ich wollte euch jetzt mal grob zeigen, was ich so mitgenommen habe. Zwei von drei Tüten habe ich schon mal hier oben. Und eine steht da unten vor der Tür. Das habe ich dann nicht geschafft vorhin mit Juni zusammen und dem Kindersitz. Genau. Ich zeige jetzt aber einmal die erste Tüte. Ich habe einmal von hier ein Milchbrötchen gekauft beim Bäcker. Dann einmal Chicken Rings bei Lidl. Ich war jetzt übrigens doch noch bei Rewe, weil ich einfach so unzufrieden war mit Lidl. Deswegen bin ich nochmal zu Rewe gedüst. Genau, also einmal Chicken Rings von Lidl. Dann zweimal diese Brötchen, die essen wir sehr gerne zum Frühstück. Oder wir überbacken die auch sehr, sehr gerne mit Thunfisch und Käse. Dann... Was ist los? Dreierpack Mais, diese kleinen Dosen. Das ist super praktisch, weil so eine große Dose schaffen mich und Lia immer nicht, aber diese kleinen sind super. Dann einmal ein Brot, das war runtergesetzt, 50% gab es, hat auch noch 40 Cent gekostet. Zweimal Energy für den Papa, für die Arbeit. Da trinkt er mal diesen hier ganz gern. Thunfisch. Grattenkäse, Salami, dann war hier Benz Original, die waren im Angebot, die Soßen bei Lidl, einmal hier süß-sauer mitgenommen und einmal Curry, mache ich super gerne mit Reis, dann einmal Schlagsahne, einmal Schmand, nochmal Grattenkäse, einmal Emmentaler Käse, einmal eine Rinderbrühe. Dann habe ich mir noch einmal Weihnachtssocken mitgenommen. Die fand ich mega cool. Dann einmal hier habe ich jetzt ein neues Kind. Einmal Kasslerbraten. Genau. Sieht super lecker aus.
Dann einmal Spaghetti, die sind leer geworden übers Wochenende. Und was ich neu gesehen habe hier, diese Riegel, die gibt es ja von Knoppers. Und jetzt wollte ich hier mal die No-Name-Variante probieren. Und dann noch einmal diese Salami hier. Das war auch schon die erste Tüte. Und dann kommt jetzt der zweite, da ist jetzt alles von Rewe drin. Und das war jetzt alles Lidl, jetzt kommt Rewe. Einmal diese Mais-Snacks hier, die sind gesalzen und die sind super lecker. Also die essen ich und Felix auch mega gern, aber am meisten sind natürlich für Lia. Dann einmal einen ganz normalen Kochschinken. Einmal Weintrauben. Einmal ein Cookie Dough Eis. Einmal Semmelknödel. Ein Salatmix. Sauce Hollandaise wollte ich heute so einen Auflauf machen mit. Einmal Hähnchen-Minuten-Steak für morgen. Einmal Hack. Einmal Champignons. Nochmal Käse. Zwei Bananen. Ein Knoblauchzehe. Brokkoli. Mayonnaise, weil ich einen Nudelsalat machen wollte. Einmal diese Senfgurken. Dann ein Baguette. Da wollte ich einmal ein Knobi-Baguette selber draus machen. Einmal Suppengemüse. Und einmal diese Würstchen hier. Die essen wir super gern für Hotdog zum Beispiel. Genau. Und das war auch schon die zweite Tüte. Genau, die dritte Tüte steht wie gesagt noch unten und die Getränke sind noch im Auto, aber ich habe nicht so viel gekauft. Ich habe zweimal heller Wasser gekauft mit Erdbeergeschmack, zwei kleine Apfelschorlen für Lia und sechs Spezi für uns. Genau, und sonst haben wir nämlich noch alles da, also wir haben noch Wasser und sowas hier. Deswegen brauchen wir da nicht so viel. Genau, und unten in der Tüte sind noch ein paar Sachen, aber das zeige ich euch dann gleich. Ich hole die gleich mal hoch. So, ich habe die Tüte mir eben geholt. Eine Toastbrot. Dann ein Chicken Nuggets. Die sind mega lecker. Und essen wir sehr, sehr gerne mal so als Snack oder so. Ach, die sind noch von Lidl. Einmal Tomaten. Die sind auch mega lecker, weil die schön knackig sind. Ich mag Tomaten nur, wenn die so richtig schön fest sind. Dann eine Milch. Einmal hier Pizza. So, zum selber machen. Noch einmal Hollandaise-Soße. Einmal hier ein Amerikan-Dressing. Dann habe ich noch Öl. Und Pommes. Auch mal ganz praktisch. Und noch einmal Möhrchen mit dem grünen Zeug dran für die Hasen. Das war es auch schon. Und das war alles. Das war der kleine Food Haul hier. Ich habe jetzt für alles ungefähr 100 Euro bezahlt. Also ich habe bei Lidl knapp 50 Euro und bei Rewe auch knapp 50 Euro bezahlt. Und jetzt hoffe ich, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Ich würde das Video jetzt nämlich direkt schneiden und auch versuchen, direkt hochzuladen. Und wenn ihr mehr oder öfter mal sowas sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann mache ich das mal öfter. Genau. Macht das mal. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Tschüssi!